ESTV, Videos aus der Region. Herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Stefan Sandler und wir senden heute aus dem Klinikum Esslingen. Unser Thema sind akademische Pflegekräfte und das besprechen wir heute hier. Mich interessiert natürlich, welche Vorteile bietet denn das Studium der Pflegefrau Kreasin? Ja, es gibt mehrere Vorteile von dem Studiengang Pflege, weil wir haben schon auch eine Wissenschaftsratempfehlung, die empfehlen 10-20% akademisierte Pflegekräfte in jedem Ausbildungsjahr umzusetzen, um eben die Komplexität, die immer mehr zunimmt, wegen dem demografischen Wandel und auch wegen den komplexen Diagnosen empfehlen die eben, dass tatsächlich akademisierte Pflegekräfte in der Praxis eingesetzt werden. Vorteile sind auch unter anderem, dass tatsächlich Qualität, was die Studenten an den Hochschulen kommuniziert bekommen, evidenzbasiert und qualitätssteigernd und patientenorientiert in der Praxis umgesetzt werden kann. Dazu ein Beispiel, die Kollegen hinterfragen zum Beispiel Standards vor Ort und beschäftigen sich damit und gucken, ist es tatsächlich auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand oder müssen wir da was optimieren und integrieren das tatsächlich in der Praxis. Davon profitieren auch unsere Kollegen, die dreijährige Ausbildung machen, weil eben auch sie beraten werden von den akademisierten Pflegekräften, was ist aktuell neu, sage ich mal, auf der akademischen Ebene, was sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ermöglicht natürlich auch andere Karrieremöglichkeiten für die Akademiker, nämlich auf der fachlichen Ebene. Aktuell machen das hauptsächlich die Unikliniken in Deutschland und deswegen sind wir sehr stolz eben auf unser Konzept, weil eben wir eine der wenigen Kliniken sind, die tatsächlich das umgesetzt bekommen. Und am meisten profitieren natürlich unsere Patienten davon, weil eben Patientensicherheit und die Qualität in der Versorgung dadurch steigt. Bei mir ist Pflegedirektorin Frau Rohrhirsch. Frau Rohrhirsch, wie können wir uns das denn praktisch im Klinikum Esslingen vorstellen? Ja, das war ganz genau unsere Herausforderung. Wie kriegen wir das in die Praxis? Wir arbeiten ja mit Praktiker und jetzt die Akademisierung hier im Klinikum. Aber wir sind sehr stolz darauf, wir haben gemeinsam mit unseren Führungskräften ein Konzept entwickelt, wo wir wirklich die einzelnen Schritte umgesetzt haben. Wir wollen vor allem gemeinsam mit den vorhandenen Pflegekräften, weil deren Fachwissen unglaublich wichtig ist und die auch diejenigen sind, die quasi nachher im Curriculum für die akademisierten Pflege einen wichtigen Part übernehmen werden, die wollen wir da natürlich mit eingebunden wissen. Sie können sich jetzt so vorstellen, wenn jemand kommt mit Berufserfahrung, das ist uns ganz wichtig, er hat einen Bachelorabschluss und hat Berufserfahrung in unserem Beruf. Er kann sich mit Schwerpunktthemen bei uns bewerben. Wir haben schon überlegt, wo setzen wir die dann auch ein. Haben Pilotstationen gefunden, die auch bereit sind zu sagen, doch, diesen Weg würden wir gern mitgehen. Wir haben ein Curriculum entwickelt, in dem wir festgelegt haben, dass die Kandidaten dann sozusagen bestimmte Abteilungen durchlaufen, zum Beispiel Controlling oder Qualitätsmanagement, unter anderem, um sie zu befähigen, nachher übergreifend Aufgaben zu übernehmen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir sagen, sie sollen natürlich eigeninitiativ Projekte übernehmen und leiten. Sie sollen natürlich zum Beispiel Kennzahlen erheben, evaluieren. Auch das sind wichtige Kennzeichen und Zeichen, wie Qualität gemessen werden kann. Und an dem machen wir das Ganze fest, dass wir sagen, okay, damit wollen wir natürlich die Pflegequalität im Klinikum deutlich sichern und steigern. Das sind so unsere wichtigsten Parts. Natürlich haben wir auch überlegt, was hat denn der Patient davon? Wir gehen davon aus, dass der Patient auf jeden Fall eine qualitativ hochwertige Beratung bekommt, und zwar über den Aufenthalt hinaus, weil wir davon ausgehen, die akademisierten Mitarbeiter sind geübt, auch quasi Schnittstellenmanagement zu betreiben, und wir erwarten, dass wir übergreifendes Denken dort natürlich auch vorfinden. Wir glauben, dass wir mit diesen neuen Mitarbeitern quasi noch ein weiteres Spektrum in unsere Klinik bekommen.
Wir haben bisher schon die Vielfalt im Pflegeberuf, unglaublich wichtig, die vielen Spezialisierungen. Aber hier, glauben wir, setzen wir noch mal eins drauf, um so übergreifende Dinge auch gut dargestellt zu bekommen. Das wären so die Punkte, wie stelle ich es mir denn in der Praxis vor. Ganz wichtig, was wir auch immer gefragt werden, bekomme ich denn da auch Zeit dafür? Natürlich, es gibt eine Freistellung. Wie ist das mit dem Geld? Ganz wichtig, das war ja auch so eine Idee von Ihnen. Sie werden auf jeden Fall besser eingruppiert, wie, also eine Gruppe höher wie jetzt die bisherigen dreijährig Ausgebildeten. Aber Sie müssen natürlich auch einiges mehr dafür bieten. Aber wir denken, dass das eine sehr, sehr gute Perspektive ist für Mitarbeiter, die ursprünglich den Pflegeberuf gelernt haben, die quasi weiter sich entwickeln wollen und da natürlich eine hervorragende Karrierechance haben. Jetzt interessiert uns natürlich noch, wie verändert sich denn der Arbeitsalltag der Pflegekräfte? Frau Kreasin, was können Sie uns darüber sagen? Ja, da passiert einiges tatsächlich. Wir haben nämlich einen Einarbeitungskatalog für unsere akademisierte Pflegekräfte erstellt. Und wir haben natürlich geschaut, wie kriegen wir sie integriert zu den Strukturen, die wir schon haben. Und die würden tatsächlich an Arbeitsgruppen teilnehmen, Qualitätszirkeln, beispielsweise wie zum Beispiel Demenz oder Delir. Die würden auch an akademisierte Pflegekräfte, Arbeitsgruppen, die wir integriert haben, unterstützend wirken. Und würden natürlich auch, wir haben eine Arbeitsgruppe in der Schule auch integriert, wo wir uns auch wünschen, dass sie daran teilnehmen, weil daran nimmt unser Nachwuchs, daran nehmen die Studenten teil. Und die wollen natürlich wissen, was passiert danach, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, welche Chancen oder Möglichkeiten habe ich dann im Klinikum Esslingen. Und das würden wir natürlich mit den akademisierten Pflegekräften gerne da auch aufgreifen und Perspektiven aufzeigen. Auf den Stationen würden sie integriert sein in einem Team, weil, wie Frau Roesch das schon betont hat, für uns ist jeder Kollege wertvoll. Und wir haben uns das schon vorgestellt, dass die damit integriert werden und die Kollegen beratend zur Verfügung stehen und zum Beispiel sie schulen oder eben zu den aktuellen wissenschaftlichen Studien beraten, dass die Prozesse hinterfragen, Standards hinterfragen und das integrieren. Wir haben natürlich auch Fachkräfte mit Fachweiterbildung auch vor Ort, die sehen wir da auch integriert. Das heißt, es heißt nicht, dass die akademisierte Pflegekraft jetzt alles macht, sondern dass auch andere Kollegen mitwirken und mit unterstützen. Also wir sehen, dass ein Mix von Skill und Great Mix, wo wir dann sehen, dass das Ziel sein wird, im Team die beste Patientenversorgung zu erzielen, um eben Patientensicherheit zu gewährleisten und die Qualität in der pflegerischen Versorgung zu erzielen. Passend zum Thema habe ich jetzt gelesen, dass der Stern eine Petition gestartet hat. Können Sie uns da auch was drüber verraten? Ja, sehr gerne. Das ist richtig. Wir als Pflegedirektion begrüßen sehr diese Petition. Neben der Akademisierung der Pflege ist es natürlich auch wichtig, die richtigen Rahmenbedingungen für alle Pflegekräfte zu gewährleisten. Und richtige Rahmenbedingungen sind, dass die Pflegekräfte genug Zeit haben, aber auch eine Anerkennung für ihre Tätigkeit bekommen, für ihre Professionalität. Und das hat die Petition Stern, ausgerufen und gesagt, okay, um diese Rahmenbedingungen zu erzielen, brauchen wir die Unterstützung von der gesamten Gesellschaft und von den Pflegekräften, von allen Beteiligten und zu sagen, was ist uns die Pflege wert? Sie ist uns sehr viel wert und wir sind bereit, dafür eine Unterschrift zu setzen und zu sagen, es ist uns so viel wertvoll, dieser Berufszweig, dass wir mit Unterstützung unterschreiben. Also wir Pflegedirektionen haben mit über 190.000 aktueller Sachstand unterschrieben und würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn auch weitere Kollegen und Personen, mit unterschreiben. Wo genau kann man sich denn da anmelden zur Unterschrift? Wir würden gerne einen Link unter dem TV-Ausschnitt setzen, wo Sie per Link direkt auf die Seite kommen, entweder direkt auf die Petition-Seite oder auf die Seite von Stern, weil die haben das richtig professionell vermarktet. Und da werden auch alle Details erklärt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich hoffe, ich konnte Ihnen auch einige Informationen mit auf den Weg geben. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und freue mich, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut.